Ein Herzensgrüezi aus Mappenzellerland, ich bin Dönis Antoinette Sonderegger und heute geht es weiter mit Haus 11 und dann haben wir das Paket Wassermann im Sternzeichen, im Aszendenten mit dem Planeten Uranus und eben das Haus Nummer 11 fertig geschnürt. Und das ist der Haus Nummer 11 und das überrascht natürlich auch wieder überhaupt nicht, weil es hat alles, das spielt alles zusammen. Haus 11 steht für die Gemeinschaft, steht für das soziale Leben, es steht für Gruppen, es steht auch für Wohltätigkeit, Humanität, eben etwas zu tun, was nicht dem Einzelnen nur gut tut, sondern eben was einer größeren Anzahl Menschen, einer Gemeinschaft zugute kommen kann. Und das passt ja alles zu diesem ich mache was für die Menschheit Energie vom Wassermann. Der wird dadurch davon getragen und es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Energie raus kann in die Welt, dass wir eben wegkommen von diesem negativ-ego-betriebenen zu diesem mehr, wir schaffen mehr in der Gemeinschaft Hingefühl kommen. Wir haben, da bin ich davon überzeugt, in der Vergangenheit zu viel Ego im übertriebenen Sinne gelebt. Also dieses schneller, weiter, höher, diese Idee, die irgendwann einfach übertrieben wurde. Und jetzt gehen wir einen anderen Weg von, ich bringe das, was ich habe an Talenten, Fähigkeiten, bringe ich ein in die Gemeinschaft und ich biete das an, wofür ich eben diese Talente, die mir in die Wiege gelegt worden sind. Und das hilft ja auch wieder, wenn wir unser Horoskop anschauen, um das zu entdecken. Das bringe ich ein und du bringst das ein und zusammen können wir ganz viel erreichen. Und ich bin immer wieder fasziniert. Ich habe ja eine eigene Gruppe zusammen mit meinem Bruder, haben wir eine Plattform Flamingo. Die heißt treff.flamingoakademie.com. So, jetzt habe ich es auch noch hingekriegt. Und da baue ich zusammen mit meinem Bruder eben diese Gemeinschaft auf. Ich biete auch immer wieder Kurse, Workshops, was auch immer an, um mein Wissen zu teilen, weil dieser Teil in mir, diese Wassermann-Energie, die bei mir so ein bisschen prägnant ist, eben einerseits zu leben und andererseits wirklich auch einen Teil dazu beizutragen, dass wir eine Veränderung auf der Welt hinbekommen. Und da bin ich wirklich, das habe ich schon einige Male erwähnt, wirklich davon überzeugt, dass das jetzt extrem wichtig ist. Also eine spannende Energie, auch dieses Paket von Wassermann, Uranus und 11. Haus. Und in nächster Zeit werde ich dann noch über das letzte Sternzeichen reden. Das ist mir auch sehr vertraut, insofern, weil ich im Sternzeichen von Fische geboren bin. Und dann haben wir alle 12 Sternzeichen, wir haben die passenden Planeten dazu und wir haben auch die Häuser so ein bisschen auf dieser Reise mitgenommen. Dann habe ich so irgendwie um die 264 Videos wahrscheinlich, habe es jetzt nicht im Kopf und nicht durchgezählt. Und da fehlen mir ja noch einige bis 100. Und ich habe die geistige Welt gefragt, wie kriege ich da 100 gebacken? Da hat sie nur gelacht und gesagt, ja, da gibt es noch ganz viele spannende Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel diejenige, die du unbedingt für dich berücksichtigen solltest, nämlich das Zusammenspiel von Saturn und Jupiter. Spätestens dann, wenn du wissen willst, was in deinem Business wichtig ist, solltest du dieses Zusammenspiel beobachten. Und das wiederum führt dazu, eben das Geburtshoroskop zu verstehen. Und wie gesagt, dazu gibt es einen Workshop am 23. Mai. Melde dich an. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Kostenlos im Übrigen. Was ist auch so ein Wissen, Wassermann, der teilt sein Wissen auch gerne mal ohne Kosten, eben so, dass die Gemeinschaft sich weiterentwickeln kann. In diesem Sinne auch hier wieder ein von Herzen kommendes Tschüss, mach's gut.